Der Kreis Hualien an der Ostküste Taiwans ist gestern Abend in den Genuss eines Feuerwerks auf Probe gekommen. Denn Hualien plant für den Nationalfeiertag am 10. Oktober das erste Mal ein Feuerwerk abzuhalten. Geplant sind über 20.000 Raketen. Bei dem gestrigen Vorgeschmack wurden bereits über 2.000 Raketen über dem Hafen der Stadt abgeschossen und die Anwohner machten es sich mit Picknicks gemütlich, um das Spektakel zu beobachten. Die Schaulustigen sind begeistert. Sie leben schon seit vielen Jahrzehnten hier, sagen einige, aber ein Feuerwerk zum 10.10. haben sie noch nie gesehen. Insgesamt empfiehlt die Stadt 10 Plätze, von denen aus der Farbregen am Nachthimmel des Nationalfeiertags besonders gut zu sehen sein soll. Da heißt es, möglichst früh einzulaufen, wenn man am 10.10. noch einen Platz mit guter Aussicht abbekommen möchte.